Mahlzeit Deutschland, ja, heute ist der Tag des Dankes, ja. Ich war gerade schon auf den Knien, habt ihr ja am Bild gesehen, ne? Ich muss mich heute bedanken, ja. Ich will anfangen bei der Ehefrau vom Olaf, ja. Also das ist der Mann mit den Erinnerungslücken, der hat ja auch eine Ehefrau, ne? Die Britta, ne? Die ist übrigens Bildungsministerin in Brandenburg, ja. Und liebe Britta, also ehrlich, meinen herzlichsten Dank dafür, dass in Brandenburg die Kinder weiterhin eine Maske in der Schule tragen sollen und sich dreimal die Woche testen lassen müssen, weil in ganz Europa müssen das ja die Kinder nicht mehr. Weil, ne, wir haben ja in Deutschland den Gartschen Sondervirus. Ja, der tödlichste Gartsche Sondervirus aller Zeiten. Exklusiv. Wer so einen Scheiß redet, der glaubt auch noch ganz andere Sachen. Nur in Deutschland. Ganz genau. Supergeil, ja. Und dann kommen wir natürlich auch zu Ihrem traumhaften, hochgeschätzten, erinnerungslückenhaftesten Ehemann aller Zeiten. Dem Olaf, ja, dem Bundeskanzler. Der war gestern übrigens in Neuruppin. Ne? Alter Schwede, hast du einen Fanclub, Junge? Junge, wenn ich Bundeskanzler wäre und so einen Fanclub hätte, ich würde freiwillig zurücktreten. Aber ist okay, läuft. Ne? Ich meine, ihr klebt ja heutzutage nicht mehr mit Patex am Stuhl, sondern mit einem Sekundenkleber. Aber abgesehen davon, lieber Olaf, ja, also diese Mehrwertsteuersenkung jetzt von 19% auf 7%, ja. Junge, Junge, sind die mathematischen Genies da draußen schon dran, die jetzt ausgerechnet haben, wie dankbar wir sein dürfen, weil dieser tolle Kanzler und seine tolle Bundesregierung mit dem Robert, der Annalena und dem Krischi, die uns ja so wunderbare Dinge in den letzten 8 Monaten gebracht haben, wie wir uns jetzt bei dem bedanken können. Ja, habt ihr da schon ausgerechnet, wie viel Entlastung das Ganze bringt? Ja? Gibt es übrigens auch eine Mehrwertsteuersenkung auf Gas? Ach ja, hatten wir ja gerade. Ne? Öl. Genau, Öl, ja, und auf Holz, und auf Pellets, und auf Lebensmittel, und Benzin, und Diesel, und Scheiße, ist eine lange Liste, liebe Leute, ja. Aber jetzt mal was ganz was anderes. Mein lieber Olaf, ich bin ja nur ein einfacher Blogger, ja, aber ich habe da mal eine Frage. Ja? Also wenn doch die traumhaftesten, besten, irrsinnigsten, wahnsinnigsten, historisch einmaligsten Sanktionen aller Zeiten gegen ein Land, welches einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen ein anderes Land geführt hat, von euch vom Zaum gebrochen wurden, ja? Und zwar genauso, wie es in der Historie schon immer gegen alle Länder gemacht worden, die einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg durchgeführt haben, wie zum Beispiel damals die USA im Irak und die USA in Afghanistan und die USA in Syrien und die USA in Libyen. Wer so einen Scheiß redet, der glaubt auch noch ganz andere Sachen. Ja, also wenn man sowas auf den Weg bringt und im Grunde genommen damit die Inflation und die Preisspirale galoppierend unterstützt, ja, dann will man jetzt den Bundesbürgern da draußen klar machen, hey Leute, ihr müsst uns danken, ja, wir entlasten euch jetzt, ja, mit 12% bei der Mehrwertsteuer, ja. Aber den Rest, ja, den könnt ihr fressen. Vielen Dank, Olaf. Super. Und jedem Bundesbürger, der kein mathematisches Genie ist und immer noch glaubt, er lebt in der besten Republik aller Zeiten, ne, werdet mal wach. Das stimmt. Das passiert möglicherweise, wenn die Rechnung kommt. Wer so einen Scheiß redet, der glaubt auch noch ganz andere Sachen.